Hallo, liebe Oberolmerinnen und Oberolmer, das sind mal wieder Rathaus-News. Und eigentlich dachte ich ja, so Corona geht langsam zu Ende oder wir sind durchgeimpft und wir kriegen es irgendwie so gebacken und sehen uns wieder, dass Rathaus-News irgendwie überflüssig werden. Aber der eine oder andere hat mich angesprochen, die eine oder andere hat mich angesprochen, dass es doch ganz nett ist, über das Thema der offiziellen Mitteilung aus dem aktuell oder aus der Zeitung immer noch mal so ein Stimmungsbild aus der Gemeinde zu haben. Das will ich Ihnen gerne geben. Freut mich sehr, dass das so gut ankommt. Wenn es nicht ankommt, schreiben Sie mir, oder wenn Sie Themen haben, die Sie vielleicht auch noch mal interessieren, schreiben Sie auch gerne ins Rathaus und dann kriegen Sie Antworten. Ja, der Sommer geht zu Ende, aber irgendwie ist jetzt dann doch noch mal heute hier die Sonne. Ich stehe hier an der Ulmenhalle auf unserem Parkplatz. Sie schauen da im Hintergrund, sehen Sie ein bisschen gähnende Leere, außer ein paar Autos ist nichts da. Wir sagen ja immer so, es beginnt die dunkle Jahreszeit, aber dunkel ist, glaube ich, irgendwie, oder dunkle Jahreszeit ist, glaube ich, immer so ein bisschen hausgemachtes Problem. Wir können ja Party machen, können feiern und können uns miteinander freuen bei irgendwelchen Veranstaltungen oder bei Begegnungen miteinander, sodass das nicht unbedingt so dunkel sein muss. Was haben wir für Themen heute? Nun, im Moment sind ja noch Ferien. Der eine oder andere ist weg und genießt auch bestimmt die Sonne, die irgendwo in Deutschland oder sonst wo auf der Welt ist. Erholen sich gut, haben sie viel Spaß in den Ferien, die da noch 8 Tage irgendwie sind. Und dann geht es in der Schule weiter. Was steht an? Wir haben ein paar Sitzungen. Da geht es um den Haushalt des nächsten Jahres, um Überlegungen zum Baugebiet. Wie gehen wir da genau mit den Details um? Was machen wir sonst noch nächstes Jahr? Das ist so, sind so die Themen der nächsten Sitzungen. Und im Besonderen wollte ich heute noch mal was kurz zu diesen Beiträgen in dem Straßenbau sagen, denn die sind natürlich recht hoch geworden. Aber wir haben natürlich 30 Jahre oder mehr als 30 Jahre nichts in Oberolm gemacht und haben immer nur so ein bisschen geflickt, sodass wir am Ende jetzt in Anführungszeichen die Quittung bekommen, denn wenn wir so kontinuierlich die Straßen miteinander ausgebaut hätten, wäre es ja jetzt nicht so umfangreich geworden. Aktuell haben Sie gesehen, die Goethestraße in dem einen Teil ist fertig, da kommen auch noch Bäume hin und dann wird das mit Blumenkübeln noch geschmückt und dann sieht das, glaube ich, ganz ansehnlich aus. Und es ist natürlich eine recht lange Straße, wir haben einige lange Straßen in Oberolm und dann ist natürlich es sinnvoll, diese Straße zumindest bis zur Kreuzung Ulzheimer Weg komplett auszubauen. Heißt natürlich auch, dass das Geld kostet und dass es dann nicht unbedingt mit den ursprünglich gedachten 20 oder 15 oder 20 Euro Cent pro Quadratmeter Eigentumsgrundfläche zu machen ist. Es ist natürlich auch das Kommunalrecht, was uns da so ein bisschen nervt, denn wir können nichts ansparen, wir können nichts mit Krediten finanzieren. Da ist das Kommunalrecht leider, ich sag's mal ganz ehrlich, recht blöd und unflexibel. Aber das kommt leider daher, dass wir uns vielleicht selbst mal fragen müssten, ob wir an dieser Demokratisierung, also an dem Prozess, wie kommen Gesetze zustande, wie kommen Verordnungen zustande, ein bisschen mehr beteiligen sollten. Denn es passiert ja nur dann etwas, wenn Menschen etwas tun. Und wenn wir nichts tun und wenn wir uns nicht beteiligen an der Entstehung von Prozessen oder von Gesetzen und Verordnungen, dann sind sie so, wie sie sind. Und sie werden nun mal dann auch so umgesetzt. Und deshalb ist es schön, dass wir eigentlich in einem Land leben, in Europa leben, wo wir als demokratische Organisation in unserem Volk überall an der Stelle mitwirken können. Denn denken Sie mal dran, ich will jetzt niemand zu nahe treten, um Gottes Willen, aber eigentlich brauchen wir, um Bürgermeister zu sein oder Bundeskanzler oder Ministerpräsident in der Politik, keine Qualifikation. Es braucht keinen Handwerksbrief, es braucht keinen Gesellenbrief, es braucht keine Ausbildung. Insofern ist es allen wirklich allen möglich an dieser gesellschaftlichen Entwicklung, an unserer Demokratie, ohne Ansehen der Person irgendwie teilzunehmen. Und das finde ich toll, aber wir müssen es dann auch tun. Es muss dann auch, man muss dann auch ein bisschen Mut haben, sich daran zu beteiligen. Und Mut ist natürlich immer was, was man dann braucht, wenn man eigentlich Angst vor irgendwas hat und macht es dann trotzdem. Aber man muss es dann einfach tun. Beteiligen Sie sich. Kommen Sie in die Sitzungen, kommen Sie in, lassen sich bei nächsten Wahlen, die sind 2024 mal wieder darüber mal aufstellen zu einer Wahl in den Gemeinderat oder beteiligen Sie sich an Ausschüssen oder wo auch sonst in unserer Gesellschaft Beteiligung machbar ist. Tun Sie es, denn dann haben Sie die Chance auf Veränderung und die geht nur dann, wenn Sie sich aktiv daran beteiligen. Das war jetzt mal so ein kommunalpolitischer Ausflug. Was steht sonst an? Nun, ich bin nicht umsonst hier auf dem Kerbeplatz.
der eigentlich im letzten Jahr auch so eine schöne Cap verdient hätte. Ging nicht, wissen wir alle. Aber in diesem Jahr wird es eine Cap geben. Und ich sehe gerade vor mir so drei Jugendliche von der Kerbe-Jugend rumlaufen, die planen schon und machen sich Gedanken, was dieses Jahr an Cap passieren kann. Es wird definitiv etwas geben, und zwar hier auf dem Kerbeplatz, so hinter mir, vielleicht auch da drüben auf dem oberen Platz, dass wir so ein bisschen mehr Raum haben, um uns auszudehnen, damit das eng zusammenstehen ein bisschen nicht notwendig ist, wenn viele Leute bei hoffentlich gutem Wetter hier auf dem Kerbeplatz sind. Und es wird Veranstaltungen in der Ulmenhalle geben. Zum einen Freitag und Sonntag werden beide Musikvereine jeweils einen Abend gestalten, und am Samstag wird die Kerbe-Jugend was veranstalten. Das wird noch nicht verraten, aber es kommt demnächst. Und am Samstag ist auch noch die Kabarettveranstaltung der AWO im Raum oder in der Halle vom Turnverein. Insofern ist viel los. Die eine oder andere Gastronomie hat offen, und deswegen glaube ich, dass es eine schöne Cap wird. Und ich glaube, es ist auch eine Cap, wo wir uns mal Gedanken darüber machen, dass es nicht um ein sinnloses Besaufen geht oder wie auch immer ein unnötig komisches Feiern. Feiern kann ganz viele komische Aspekte haben, aber es kann auch bewusster werden, wenn wir wieder es mal wertschätzen, miteinander umzugehen, wenn wir miteinander mal einen trinken und trotzdem noch den Respekt vor dem anderen haben und gemütlich verschiedene Abende bedingen. Es wird leider, nein, leider ist nicht, aber Sie wissen alle, dass Veranstaltungen in der Halle letztlich eine Voranmeldung brauchen. Dazu gibt es einen Link auf unserer Homepage. Da können Sie sich für Freitag, Samstag oder Sonntag schon anmelden. Denn egal wie wir 2G plus oder was auch immer dann da passiert, werden wir nur 280 Menschen in die Halle reinkriegen, denn die Halle ist nun mal in ihren Quadratmetern begrenzt. Aber 280 sind auch schon mal was. Insofern melden Sie sich gerne an, sodass Sie am Freitag und Samstag auch definitiv in die Halle kommen. Der Link, wie gesagt, ist auf der Homepage der Ortsgemeinde zu finden. Brauchen Sie da drauf zu klicken. Oder Sie tätigen einfach einen Anruf ins Rathaus auf die 8040. Was zur Cap natürlich gehört, und das ist auch das schöne Brauchtum in Oberolm, denn wir sind eine der wenigen Gemeinden in Rheinhessen, die Cap auch an diesem Tag des St. Martin feiert. Unsere Kirche wurde ja dem Martin geweiht, und deswegen gibt es auch einen Martinszug. Da müssen wir gerade noch ein bisschen überlegen, wie wir das detailliert durchführen, denn für die Kinder wäre es schön, und unter 12 Jahren, wissen wir alle, brauchten ja die Kinder keine Impfung, und das ist auch gut so, sodass die Kinder diesen Martinsumzug einfach verdient haben. Das Problem bei unseren ganzen 2G-Regeln sind einfach nur die Erwachsenen, die sich manchmal, weil sie meinen, dass sie geimpft sind, nicht an die Regeln halten. Und da, glaube ich, müssen wir uns alle ein bisschen disziplinieren. Auch gehört, wir haben auch darüber gesprochen, dass der Weihnachtsmarkt irgendwie stattfinden soll. Aber da gibt es demnächst sicherlich noch weitere Infos über die Kanäle der Ortsgemeinde, / den Vereinsring, der ja das auch ein bisschen ausrichtet und organisiert. Sodass ich eigentlich jetzt am Ende bin. Eigentlich heißt immer so, da kommt noch was. Was eigentlich kommt, ist nochmal die herzliche Einladung zur Cap. Es wird Fahrgeschäfte geben, die werden vielleicht auch oben auf dem Platz dem Parkplatz der Ulmenhalle sein. Es wird Glühweinstand geben, es wird Schießbude geben, es wird Süßigkeiten geben, was wir eben von unserer Cap gewohnt sind. Und was wir eben vielleicht nicht gewohnt sind, ist das enge Zusammenstehen. Was wir nicht gewohnt sind, ist das mit der Maske auf dem Platz herumlaufen. Und was wir vielleicht auch nicht gewohnt sind, ist, dass wir uns vielleicht mal bei einem gemütlichen Abend in der Ulmenhalle nur bis zu einer gewissen Uhrzeit oder mit einem gewissen Grad an Alkoholgenuss begnügen sollten. Und ich glaube, das ist alles besser als nichts. Wir versuchen alle das miteinander bestens nach bestem Wissen und Gewissen, wie man so schön sagt, auch umzusetzen. Insofern haben Sie schöne sonnige Ferien. Feiern Sie mit uns allen in Oberolm eine schöne Cap, und denken Sie dran, nur wer verändern will und es auch tut, kann verändern, ansonsten ist er gefangen in dem, was an Veränderungen auf ihn zukommt. Viel Spaß, bleiben Sie gesund, bis demnächst.